Hallo liebe Zuseher von RE1, wir sind heute in der Teufelswerkstatt. Wie wir vielleicht schon sehen können, bereiten sich hier die ganzen Campusse auf einen großen Umzug in Reutte vor. Und wir hören uns jetzt mal an, was sie so zum Sagen haben. Hallo, Krampusse, darf ich euch kurz was fragen? Ja. Wir würden gerne wissen, warum macht ihr beim Krampusumzug mit? Was motiviert euch? Mich motiviert der Brauch, weil es halt eine super Veranstaltung ist für heute. Darum sind wir eigentlich, also ich bin auch im Verein tätig und wir haben halt für heute was gemacht, weil es gibt den Faschingsumzug, es gibt einen Antedankumzug und darum haben wir gesagt, wir machen jetzt einmal was in Reute, was im Winter einmal ist, dass die Leute was zum Schauen haben und auch gemütlich ein bisschen eine Feier machen, eine kleine. Und wir tun es eigentlich nur für die Leute. Es macht dir Spaß. Ja, wir sind mit Leib und Seele dabei. Und du, euch gefällt das natürlich auch, wenn die Mädels da sich fürchten und davonrennen und schreien. Es hat eigentlich mit Fürchten nicht viel zu tun. Doch, ich fürchte mich. Ja, es sind eigentlich nur die Schellen. Was die Leute fürchten, aber die Larven. Ich finde, es ist schön zum Anschauen, dass man sieht, weil wir haben auch einen Vereinsschnitzer in Altern. Das ist unser Vereinsschnitzer, der schnitzt da die Larven. Aber das soll er eigentlich selber erzählen. Ja, genau. Dankeschön. Vielen Dank. So, Jan. Hallo. Hallo. Hallo, Krampusmaskenschnitzer. Bitte erzähl uns mal kurz, wieso machst du mit? Wieso schnitzt du so gern Masken? Was fasziniert dich an dem Brauch? Also, damals hat mich einfach das fasziniert, wenn man Nikolausumzug angeschaut hat, immer das Böse und es war in dem Fall der Krampus. Dann hat man irgendwann einmal angefangen, einen Zirbenblock zu kaufen und ein bisschen zum Rumklopfen. Die ersten Versuche waren natürlich, nicht sehenswert, mehr Brennholz dann. Ja, und dann über die Jahre hat man dann mehr geschnitzt und es ist dann auf jeden Fall wichtig, dass man selber den Brauch einfach pflegt und dann auch die Werke, was man über das ganze Jahr geschnitzt hat, nochmal zu begutachten. Wie heißt du? Lukas. Und du machst ja beim Krampusumzug mit? Ja. Freust dich schon? Ja. Und tust du die Mädels verhauen? Nee, ich lauf mit dem Stecken rum. Das heißt, du bist gar nicht so böse, oder? Nee, weil ich lauf mit dem Oberkrampus. Wer ist der Oberkrampus? Der Christoph. Wo ist der Oberkrampus? Das weiß ich im Moment jetzt. Aber wenn du dann verkleidet bist von Kopf bis Fuß, dann sagst du mal kurz Hallo zu uns. Dann schauen wir uns nochmal an, wie du ausschaust. Ciao. Ciao. Schaut mal in die Kamera. Hallo, Didi. Jetzt wirst du uns sagen, wo der Hand mitkommt und ob du vor die Krampusse fürchtet. Nein, ich fürchte mir mal nicht vor den Krampus und ich gehe heute als Engele im Wagen. Super. Und fürchtest du die? Ja, bitte. Ich fürchte mich sehr. Ich glaube, ich bleibe bei Engelen. Weil Engel dürfen sie nichts tun. Danke. Hallo. Hallo, kannst du uns kurz sagen, warum du heute bei diesem Krampusumzug mitmachst? Ja, es ist einfach geil. Reuterer Teufelverein ist einfach der beste Verein. Und die Leute sind super, die was jetzt da herkommen. Und da geht es einfach richtig an. Und jetzt haben wir die noch gefunden. Bist du der dienstälteste Krampus heute? In Laumas bin ich momentan der zweitälteste. Und heute? Möglich. Kann eher schon, ja. Und wie lange machst du das jetzt schon? 5 Jahre.
Erst? Ja. Aber mit vollem Einsatz? Ja, kann ich behaupten. Das ist doch mehr, ja. Wieso hauen die mich, wenn ich die interview? Das ist ein Symbol für die Fruchtbarkeit. Das ist Brauch. Das ist der Brauchtum. Und das Schlagen ist jetzt keine Bestrafung. Das ist ein Symbol, dass du fruchtbar sein sollst. Ja. Okay, hast du, dass ich jetzt fruchtbar werde? Oder? Na, dass du es bleiben sollst. Ah, okay. Wir vertreiben im Grunde genommen das Böse mit unseren Masken, den Winter. Und die Schläge bedeuten Fruchtbarkeit. Gut, dann hoffe ich, dass ich halt nicht noch mehr Schläge kriege, weil das reicht mir eigentlich. Schauen wir mal. Ich meine, im Grunde genommen einfach brav verhalten, da passiert nichts. Ich habe jetzt gar nichts so. Hast du die Maske selber geschnitzt oder woher hast du die? Die Maske kommt vom Korntaler Alois in Enns in Tirol. Der hat sich spezialisiert auf Maskenschnitzen und macht es seit 10 Jahren und mittlerweile hauptberuflich. Aha, sie dort gekauft, ja? Ja. Und das Fell, was ist das für ein Tier? Das ist eine Ziege und man benötigt ca. 4 bis 5 Ziegenfelle, um so ein Gewand zu machen, zu fertigen. Und du hast gesagt, du tust es nass machen und in der Form pressen und dann diese Rippen abrasieren, ist das richtig? Ja, das wird praktisch steif gemacht und in Form gebracht und nachher mit BU-Schaum von innen ausgefüllt, dass es nicht wieder reinfällt und mit dem Fell innen drinnen nochmal übernäht. Und jetzt muss ich noch kurz umdrehen, dass wir die von hinten sehen können. Ja. Super, spitze. So, du bist für die 7 Brennteufel Lermoos. Bitte, was ist das? Kannst du uns das kurz erklären? Ja, wir haben einen Mordsumzug gemacht. Und ein großer Verein jetzt schon, mit 70 Mitgliedern und ungefähr 36 aktive Campus. Und die sind alle da? Nein, jetzt sind wir bloß ein halber Tal. Oder halbe muss in Lermoos selber gehen, weil wir da einen zweiten Umzug haben. Jetzt ist es soweit, jetzt haben sich alle jungen Männer in böse, grausige, fiese Krampusse verwandelt. Ich fürchte mich zu Tode und wir schauen uns jetzt den Umzug an.